Was ist die Belohnung, wenn die Leute von Weitem aus quasi hierher kommen für Allah? Du meinst, wenn jemand zur Moschee kommt, um dort einen Vortrag zu hören oder sonstiges? Was ist die Belohnung, wenn jemand zu einer Moschee kommt, um dort einen Vortrag zu hören? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, derjenige, der hat nur ein einziges Ziel, in die Moschee zu gehen und etwas zu lernen oder zu lehren, so bekommt er den Lohn von einem, der bei der Hajj ist. So bekommt er den Lohn von jemandem, der bei der Hajj ist. Leider, wir kennen diese ganzen Überlieferungen nicht, deswegen sind wir nachlässig mit den Moscheen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer diese Überlieferung vergegenwärtigen, auch dass wir diese Häuser lieben. Das sind die liebsten Häuser für Allah. Und ein Muslim fühlt sich in der Moschee wohler als bei sich zu Hause. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, die Moschee ist das Haus von einem jeden Gottesfürchtigen. Allahu Akbar. Ist das Haus von einem jeden Gottesfürchtigen. Bitteschön.